Ich bin hier dein Kapitän und diese Insel ist mein Schiff. Unser Ziel ist die Erweckung des von Grund auf ehrlichen, demütigen Christenmenschen in dir, den es zu formen und abzuschleifen gilt. Sollte die Mühe vergeblich sein, dann bleibst du bei uns. Geliebter Erling, ich habe Angst, wenn ich hinaus aufs Meer blicke und daran denke, dass du dort irgendwo bist. Ich hoffe bloß, du kommst noch vor Weihnachten, wie du versprochen hast. Der einzige Weg, die blöde Insel zu verlassen, ist die Unterschrift des Direktors. Hast du nie versucht abzuhauen? Oh doch, einmal. Fliehen zu wollen ist nicht mehr als kindische Fantasie. Herr Direktor, es tut mir leid. Nein, tut es nicht. Wenn Sie dir Fragen stellen, ich bin mir sicher, Sie werden anfangen zu bohren und nachzuhaken. Musst Ihnen die Wahrheit sagen. Es ist tragisch, was da geschehen ist. Ich sah einen Wal, der von 3 Harpunen getroffen, einfach von dannen zog. Zurück, los! Alles, was bei dir von Wert ist, hast du nur mir zu verdanken. Es dauerte einen Tag, bis er tot war. Die Harpune, mit der ich ihn erwischt hatte, hatte ihn geschwächt. Und er war mit Narben übersät von all seinen überstandenen Kämpfen.